Ihr liebt den genialen thailändischen Somtam-Salat, bekommt aber keine grüne Papaya? Kein Problem, wir haben den perfekten heimischen Ersatz gefunden, der gute alte Kohlrabi. Hey Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Ab jetzt ist Kohlrabi-Saison und so habt ihr ihn wahrscheinlich noch nicht gegessen. Deswegen speichert dieses Rezept auf jeden Fall ab. Ganz wichtig ist, wie wir den Kohlrabi schneiden. Kohlrabi ist ein super Ersatz für grüne Papaya, weil er im Gegensatz zu ihr überall erhältlich ist. Wie die Papaya ist er schön knackig, hat die gleiche Farbe und ein dezentes Aroma, das wunderbar den Geschmack des leckeren Dressings annimmt. Wichtig ist, dass ihr den Kohlrabi in ganz feine Julienne-Streifen schneidet. Das ist ganz typisch für Somtam-Salat und so lässt sich der Kohlrabi auch gut roh essen. Ursprünglich sagt man, kommt dieses Rezept eigentlich aus Laos und ist dort unter dem Namen Tham Mak Hung bekannt. Insgesamt wird es ein schöner, bunter Salat, wie ihr sehen könnt. Wir geben in unserer Version noch Karotten und Datteltomaten dazu für ein schönes Farbspiel, ist aber kein Muss. Außerdem fehlt uns noch was Grünes, dazu nehmen wir einfach Bohnen. In Asien verwendet man die Schlangenbohne, die kann roh gegessen werden. Ihr findet sie im indischen Lebensmittelgeschäft oder im Asiamarkt. Da wir heute aber alles mit Hauptzutaten machen wollen, die einfach erhältlich sind, nehmen wir die gute alte Bobbybohne. Die ist geschmacklich recht ähnlich, kann aber nicht roh gegessen werden. In den Bohnen ist eine giftige Eiweißverbindung namens Fasin enthalten und die zerstört man erst beim Kochen. Ich mache das in der Mikrowelle, weil ich für die kleine Menge Bohnen keinen Topf aufsetzen will. Einfach heißes Wasser über die Bohnen geben, salzen und für 6 bis 8 Minuten ab in die Mikrowelle. Danach gebe ich sie in ein kaltes Bad, um sie abzuschrecken. Währenddessen können wir die Erdnüsse bei geringer Hitze ohne Öl rösten. Übrigens sind die Erdnüsse die einzige Zutat im Rezept, die Fett enthalten. Kommen wir zum Dressing. Das sind nun die nicht lokalen Zutaten, die wir für das besondere Geschmacksprofil benötigen. Zum Beispiel Palmzucker. Wenn ihr keinen Palmzucker bekommt, ersetzt ihn durch braunen Zucker. Außerdem nehmen wir noch Birdseye Chilis. Wenn ihr es weniger scharf mögt, könnt ihr sie auch durch indische Chilis ersetzen und sie entkernen. Die indischen Chilis haben ein ähnliches Aroma, sind aber weniger scharf. Tham bedeutet stampfen und wie ihr sehen könnt, bin ich da schon kräftig dabei. Som bedeutet sauer, dafür gebe ich Tamarinde hinzu. Sie hat einen leckeren süßsauren Geschmack, der hervorragend zum Dressing passt. Ich nehme Paste, die es fertig im Asia-Geschäft zu kaufen gibt. Ich mag so eine mit 70% Tamarindenanteil. Solltet ihr sie überhaupt nicht bekommen, nehmt einfach mehr Limettensaft und Zucker. Jetzt noch mit Fischsoße oder für eine vegane Variante mit heller Sojasauce bzw. Tamari abschmecken. Dazu kommen noch Limettensaft und Salz. An dieser Stelle kann man nach eigener Präferenz justieren. Für sehr viel Umami werden auch getrocknete Shrimps und in Laos getrockneter Fisch dazugegeben. Wenn ihr die perfekte Balance zwischen Salz, Säure, Umami und Süße für euch gefunden habt, dann ist dieses Dressing der absolute Hammer. Eigentlich werden auch die Papaya und Bohnen mitgestampft, damit sich deren Saft mit dem Dressing vermischt. Dazu nimmt man einen sehr tiefen Mörser. Unser Mörser ist dazu aber zu flach, weil wir ihn primär für Gewürze benutzen. Deshalb mache ich das einfach mit den Händen. Aber da unsere Bohnen gekocht und der Kohlrabi weicher als Papaya ist, klappt es auch gut, wenn ihr sie zwischen den Fingern ein wenig quetscht. Mischt das Dressing und das Gemüse mit den Händen sorgfältig durch, damit sich die Aromen gut miteinander verbinden. Übrigens ist es keine neue Idee, heimische Zutaten exotisch zuzubereiten. Das haben unsere Eltern schon ganz lange gemacht, denn als die nach Deutschland gekommen sind, gab es das Ganze noch gar nicht. Da gab es keine Schlangenbohnen, da gab es keine Papaya, da gab es nur sehr, sehr rudimentäre Gewürze. Also muss man richtig kreativ werden. Wenn das bei euren Eltern genauso war, dann schreibt uns das auf jeden Fall in die Kommentare. Ansonsten haben wir hier noch eine Playlist mit ein paar Local Exotics für euch. Ich muss sagen, im direkten Vergleich sieht die Kohlrabi-Variante dem Original doch verblüffend ähnlich, oder? Und auch der Geschmack steht in nichts nach. Der Tom-Sam-Salat ist eine tolle Vorspeise zu thailändischen Curries. Wenn ihr auch hier noch ein wenig Inspiration braucht, schaut mal bei unserer Playlist Curries der Welt vorbei. Und jetzt genießt einen Salat, der nicht nur wahnsinnig gesund ist, sondern auch noch fantastisch schmeckt. Viel Spaß beim Nachkochen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!